herzlich willkommen bei 4FreeSkier und heute wird endlich wieder geschraubt. Die letzten Videos waren keine Schraubervideos, aber heute machen wir wieder was ganz, ganz Spezielles. Und zwar wechseln wir ein Shimano PressFit Tretlager. Das hier unten, zieht euch dafür irgendwas an, was dreckig werden kann. Denn hier ist ganz viel Schmiere und so drin, da werdet ihr dreckig werden. Und wir springen einfach direkt rein. Das Video ist folgendermaßen aufgeteilt. Wir schauen uns erst an, welche Werkzeuge wir brauchen. Dann schauen wir uns an, wie man denn das richtige Kurbellager auswählt. Und dann springen wir direkt rein und wechseln eben das PressFit-Lager. Sprich, hier und auch unten in der Beschreibung sind die Zeiten eingeblendet. Wenn ihr irgendein Kapitel nicht sehen wollt oder nochmal sehen wollt, könnt ihr da einfach direkt hinspringen. Natürlich stellt sich jetzt, bevor wir überhaupt da sowas machen, erstmal die Frage, wann muss ich so ein Lager überhaupt wechseln? Und so ein Lager ist jetzt nichts, was ich einfach regelmäßig wechseln würde, weil eigentlich gehen die sehr, sehr selten kaputt. Und das absolute Oberbeispiel ist, wenn ihr Spiel in dem Lager habt. Das heißt, eure Kurbel könnt ihr minimal hin und her bewegen, sobald das ist, sofort das Lager wechseln, weil dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass das Lager wirklich extrem schlecht wird. Dann, was auch ein Fall wäre, wenn irgendwie in das Lager Dreck oder so gekommen ist und dann merkt ihr hier einfach beim Treten, dass das keine runde, flüssige Bewegung mehr ist, sondern dass ihr, da merkt ihr in dem Lager, da ist irgendwie was drinnen, dann würde ich es auch wechseln. Und ansonsten, wenn ihr da keine Beschwerden habt, würde ich es einfach nicht wechseln. Das Schöne ist, so ein Lager ist aber auch gar nicht so teuer. Aber vorab muss ich noch kurz sagen, wir schauen uns eben ein PressFit-Lager an. Das heißt, diese Lager von Shimano sind in den Rahmen eingepresst. Alter, was geht jetzt an den Sturm oder wie? Und es gibt aber auch Kurbellager, die sind zum Beispiel eingeschraubt. Wenn ihr da mal sehen wollt, wie man die wechselt, dann schreibt es mir doch einfach runter in die Kommentare. Dann mache ich dieses Video auch. Aber PressFit von Shimano ist wirklich bei sehr, sehr vielen Bikes eingebaut. Und deswegen springen wir rein. Diese Werkzeuge brauchst du. Natürlich brauchen wir hier das Lager. Das Richtige. Welches das Richtige ist, schauen wir uns später gleich noch an. Dann, wie immer am Bike, hier einen Inbus-Satz. Und zwar, ich sag's nur bei jedem Video nochmal, nehmt einen qualitativ hochwertigen. Es ist besser für euer Werkzeug und vor allem ist es besser für eure Schrauben. Einfach am Bike. Dann brauchen wir ganz rudimentär hier einen Hammer. Wenn ihr einen Gummihammer habt, ist es besser. Wenn ihr keinen Gummihammer habt, nehmt einen normalen und dann einfach ein Stofftuch oder irgendein Stück, das ihr dann dazwischen legen könnt, seht ihr nachher im Video, wo wir das brauchen. Dann brauchen wir dieses Spezialtool hier, das ist sehr, sehr günstig, das ist von Shimano, um so eine Endkappe bei der Kurbel abzuschrauben. Natürlich, wie alle anderen Produkte, ist das hier auch unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das direkt holen. Auf jeden Fall empfehlen würde ich euch einen Drehmomentschlüssel mit passenden Bits. Wir brauchen jetzt hier eigentlich nur ein 5er Bit, aber ihr könnt euch einfach einen Bitsatz kaufen und Drehmomentschlüssel meiner Meinung nach am Bike, wenn ihr schraubt, macht immer Sinn. Ganz wichtig, weil wir die Kurbel hierfür ausbauen müssen, ist so ein bisschen Grease, so ein bisschen Schmiere. Die muss dann nämlich nachher drauf, die braucht ihr auf jeden Fall. Um das Lager auszuschlagen, braucht ihr einmal den Hammer und dann braucht ihr irgendein Stück, um dieses Lager auszuschlagen. Ich nehme jetzt hier so eine Schraube her. Da können aber auch andere Gegenstände easy funktionieren. Ihr seht es nachher im Video genauer, was wir da machen und dann könnt ihr den passenden Gegenstand auswählen. Denn hier verzichte ich absichtlich auf das teure Spezialtool, weil man das wirklich nicht braucht. Ein Spezialtool brauchen wir aber trotzdem und zwar ist es so ein Teil, um die Lager eben einzupressen. Gehe ich auch im Video später nochmal darauf ein, ob man sich das auch selber bauen könnte oder nicht. Das ist aber recht günstig, 20 Euro, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Mit dem Spezialtool, das ich hier verwende, braucht ihr dann auch zum Festziehen eine Rohrzange meiner Meinung nach und hier einfach eine Ratsche mit einer 17er Nuss bei mir. Kann aber, wenn ihr eine andere Mutter habt, auch eine andere Nuss sein oder ihr nehmt einfach einen Schraubenschlüssel her, funktioniert genauso. Und zusätzlich würde ich euch einfach noch hier empfehlen, Handschuhe, weil wir viel hier mit fettigen Gegenständen zu tun haben. Bisschen Küchenpapier und einfach ein bisschen Bremsenreiniger zum Saubermachen.
Und dann können wir auch direkt starten. Wie gesagt, nochmal unten in der Beschreibung die Links. Wenn ihr über die bestellt, kriege ich einen Bruchteil davon ab. So unterstützt ihr mich. Für euch wird es überhaupt nicht teurer. Sprich, so könnt ihr mich easy unterstützen, ohne dass es für euch Aufwand ist. Jetzt geht's weiter. Wunderbar, jetzt wissen wir, was wir brauchen. Aber was noch ganz natürlich essentiell ist, welches Lager brauchen wir? Und man muss wirklich sagen, es gibt sehr viele verschiedene Lager generell. Aber Pressfit ist ziemlich einfach, denn das ist schon mal eure größte Auswahlmöglichkeit. Ihr sagt, ihr braucht ein Shimano Pressfit Lager. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Maßeinheiten, die ihr richtig wählen müsst. Zum Beispiel das, das ich brauche, ist hier 89,5 mm auf 92 mm. Es gibt dann noch andere mit zum Beispiel 104,5 auf 107 und so weiter. Und da ist es wirklich ganz einfach. Entweder ihr geht rein und schaut, zum Beispiel das hier ist jetzt für eine Shimano XT oder SLX Kurbel. Die Ohre ist aber eigentlich die gleiche. Und das Wichtige ist einfach nur, dass diese zwei Zahlen, die da draufstehen, dass die stimmen. Und wie ihr wisst, was bei eurem Bike verbaut ist, würde ich euch ganz einfach raten, geht auf eure Herstellerseite, zum Beispiel hier bei Radon. Und da könnt ihr nachschauen, welches Lager da verbaut ist. Da steht die genaue Seriennummer immer drinnen. Hier seht ihr es zum Beispiel. Das ist einfach ein MT800 PA und da stehen auch eben diese zwei Maßeinheiten drin. Dann wählt ihr das aus und boom, ihr könnt anfangen. Also ihr seht, so ein Pressfit-Lager auszuwählen ist wirklich nicht sehr schwer. Falls du aber noch Fragen hast, schreib es einfach runter in die Kommentare. Da hilft entweder die Community oder ich werde euch weiterhelfen. Ich check die eigentlich immer regelmäßig. Genug geredet, fangen wir an und schrauben erstmal hier alles ab, damit wir zu dem alten Lager hinkommen. Als erstes müssen wir ja jetzt die ganze Kurbel entfernen und hierfür würde ich euch immer raten, die Kette, legt die hier innen auf den Rahmen. Also ich gebe hier hinten einfach ein bisschen Kette frei und dann hebe ich die hier aus dem Kettenblatt raus und lege die hier innen auf den Rahmen rauf, weil so kann ich später die Kurbel, jetzt seht ihr was, so kann ich später die Kurbel rausziehen, ohne dass meine Kette sich hier zum Beispiel zusammen mit dem Umwerfer einfach verhaken kann. Als nächstes bei der Kurbel haben wir hier auf der Seite, wo nicht die Kettenblätter sind, einfach zwei so Schrauben bei Shimano. Da geht ihr einfach mit einem 5er Inbus rein und öffnet ihr die einfach auf. Die erste und dann hier die zweite. So, die müsst ihr nicht ganz rausdrehen, einfach nur, dass hier eben nicht mehr abgeklemmt wird. Dann brauchen wir hier den Schlüssel für diese Endkappe hier. Wenn ihr den Schlüssel nicht habt, ihr könnt theoretisch auch einfach mit einem Messer reingehen und das rausdrehen. Der Schlüssel kostet aber 1 Euro, also könnt ihr euch den auch einfach holen. Der sieht so aus, das ist eben dieses Sternenmuster. Könnt ihr einfach hier reingehen und dann könnt ihr das mit der Hand aufdrehen, weil da ist nur ganz wenig Drehmoment drauf auf dem Schlüssel. Zack. Und dann habt ihr hier, na, komm schon runter. Dann habt ihr hier diese Endkappe abgenommen. Bevor wir jetzt die Seite der Kurbel abnehmen können, ist hier noch so eine Art Splint drinnen, nenne ich es jetzt mal. Den wir leicht nach oben drücken müssen. Hier kann man es sehen. Zack, jetzt ist der nach oben gedrückt und dann könnt ihr einfach hier den einen Kurbelarm schon mal abziehen. Ganz wichtig, hier drinnen liegt oft eine Dichtung. Die sieht man jetzt hier, die ist jetzt hier noch auf der Kurbel drauf. Hier könnt ihr sehen, diese Dichtung hier, die dürft ihr auf jeden Fall nicht verlieren, die soll da auf jeden Fall hin. Sprich, ich nehme die jetzt einfach und lege die hier gleich in der richtigen Position auf den Kurbelarm, lege den so auf die Seite und weiß nachher genau, wie die hier drauf gehört und dass die da eben auch hingehört. Wir machen hier später zwar alles sauber, aber das sollte erstmal, das ist wichtig, dass ihr diesen Ring einfach nicht verliert. Den gibt es nur auf der Seite. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bereit. Wir können jetzt die ganze Kurbel in diese Richtung rausschlagen. Die Kette ist ja schon aus dem Weg. Das heißt, wir hauen jetzt hier einfach drauf, hauen die Kurbel auf der anderen Seite raus. Und das geht nicht ganz einfach. Also wenn ich jetzt hier einfach ein bisschen drücke, da wird nichts passieren. Da müsst ihr mit einem Hammer drauf gehen. Entweder ihr habt einen Gummihammer, könnt ihr einfach direkt draufhauen.
Oder ihr macht so wie ich, das zeige ich jetzt gleich. Ich mache es nämlich immer so, ich habe einfach einen ganz normalen Hammer und dann nehme ich einfach irgendwas her, zum Beispiel hier einen alten Handschuh oder irgendwas, ein Tuch, irgendwas, was ihr hier dazwischen habt, weil ihr wollt hier nicht Metall auf Metall hauen, sondern da sollte irgendwas dazwischen sein. Und dann haut ihr hier einfach auf die Kurbel drauf. Wenn ihr wie ich in so einem Bike Stand seid, dann kann es sein, dass ihr hier ein bisschen gegenhalten müsst. Und ihr seht es hier, man muss da schon echt draufhauen. Und jetzt gerade gibt es dann einen so einen Punkt, da macht es einfach Klack und dann rutscht die Kurbel durch. Dann können wir die auf der anderen Seite einfach rausziehen. Und hier sehen wir es, die Kurbel können wir jetzt einfach rausziehen. Bei mir geht es jetzt relativ leicht, weil ich die erst sauber gemacht habe. Man sieht es, hier ist noch schöne Schmiere drauf, da ist nichts dreckig. Bei euch kann das natürlich ein bisschen schwerer gehen, wenn es völlig verdreckt ist. Aber da nagelt ihr dann einfach hier so, hier ich merke jetzt gerade am Schluss, da ist wohl auch schon wieder Dreck drin. Geht jetzt nicht so easy, zieht ihr die einfach weg. Müsst ein bisschen dran ziehen. Ihr könnt im Grunde eh nichts kaputt machen, weil das Lager tauscht ihr ja eh aus. Und die Kurbel, so wie sie jetzt ist, legen wir auf die Seite. Die wird nachher sauber gemacht. Aber wir kümmern uns jetzt natürlich erstmal ums Lager. Und jetzt im nächsten Schritt können wir die Kette hier auch ganz entfernen. Wir nehmen die jetzt einfach hier runter und lassen die einfach hier hinten hängen. Dann ist sie hier aus dem Weg, dass wir dann das Lager hier gut bearbeiten können. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt schlagen wir im Grunde dieses Lager raus. Und hier gibt es von Shimano ein Spezialwerkzeug. Das kostet aber 50 Euro. Teilweise habe ich sogar auch schon teurer gesehen. Und man muss ganz ehrlich sagen, das würde ich sagen, kauft euch das nicht. Das braucht ihr nicht. Denn mit dem Spezialwerkzeug, klar, könnt ihr das Lager wesentlich schöner ausschlagen und eventuell sogar zerstörungsfrei ausbauen. Aber da wir ja eh das Lager nur wechseln, weil es kaputt ist, müssen wir das nicht zerstörungsfrei entfernen, sondern wenn es kaputt geht dabei, das Lager, dann ist uns das egal, weil ja eh ein neues reinkommt. Und ich erkläre euch jetzt hier mal an dem neuen Lager, erkläre ich euch mal, wie ihr da jetzt drauf haut, was ihr da eigentlich macht und welches Tool ich euch dafür empfehlen würde. Schauen wir uns das mal an. Also, dieses Lager sieht im Grunde so aus, sprich wir haben hier eine Lagerseite, dann haben wir hier eine andere Lagerseite und hier in der Mitte noch so eine Hülse. Und so steckt es jetzt in eurem Rahmen drinnen. Diese Fläche und diese Fläche hier sind die gepressten Flächen. Und wenn ihr jetzt hier auf der Innenseite schaut, dann habt ihr hier so einen leichten Überstand, an dem ihr das Lager rausschlagen könnt. Das Problem ist, diese ganze Hülse außenrum, alles was hier jetzt ist, das ist alles aus Plastik. Deswegen könnt ihr so ein Lager nicht mit einem Schraubenzieher ausschlagen, weil dann haut ihr einfach das Plastik kaputt und das ist so streng eingepresst, dass ihr das niemals raushauen werdet. Deswegen müsst ihr kreativ sein und sucht euch irgendwas, wo ihr eben hier in diese Kante gut reinkommt. Das kann ein Stück Holz sein. Ich persönlich habe hier einfach so eine alte Bauschraube genommen mit oben einen schönen Sechskant und was ich dann sozusagen mache, ich gehe jetzt da durch den Rahmen durch, lege dieses Teil hier an, bin dann eben an der Kante und kann dadurch das Lager gut ausschlagen. Durch das Sechskant habe ich eben hier am Plastik jetzt beim Lager eine recht große Angriffsfläche, sprich ich haue nicht einfach nur das Plastik kaputt, was bei einem Schraubenzieher passieren würde, sondern ich schlage das Lager wirklich raus. So, genug der Theorie. Schauen wir uns an, wie das denn wirklich jetzt am Bike funktioniert. So, und hier drin, das was jetzt scharf ist, genau an dieser Kante setzen wir eben an, um das Lager rauszuhauen. Ich zeige es euch nochmal. Diese Kante jetzt scharf ist. Da setzen wir an. Wir hauen erst die eine Seite raus und dann die zweite Seite ist wesentlich einfacher, ich zeige es euch aber gleich warum. Also ich gehe jetzt hier eben mit meinem Tool, gut bei mir ist es einfach nur eine Schraube, rein, fahre jetzt hier entlang und merke, hier hinten stoße ich jetzt genau an dieser Kante eben an. Und das Wichtige ist, ich habe die Schraube jetzt so schräg drinnen, das heißt jetzt schlage ich praktisch gegen die Oberkante vom Lager und da mache ich 3-4 Schläge und dann tue ich die Schraube so quer einlegen und schlage auf die Unterkante vom Lager.
Und so kann ich dann hinten gleichmäßig das Lager rauspressen. Denn wenn ihr es nur an einer Seite rauspresst, dann wird es schief, dann verklemmt sich es noch mehr und dann wird es extrem schwer, das rauszubekommen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ich hau erstmal oben drauf. Zack, einfach mal zwei fette Schläge und dann mache ich das gleiche unten. Und jetzt wieder oben. Und so macht ihr das jetzt ganz oft, bis eben dieses Lager hier rauskommt. Ich drehe jetzt die Kamera auf das Lager, dass ihr seht, wie sich das dann rausbewegt. Und hier ganz kurz, ihr könnt jetzt schon hier nach den zwei Schlägen sehen, dass wir hier jetzt schon einen Spalt zwischen Rahmen und Lager haben. Das heißt, so wie wir hauen, das passt perfekt. Genau, jetzt haue ich einfach drauf und schaue, dass dieses Lager rauskommt. Let's go! Ah, man sieht schon, in großen Schritten kommt es jetzt raus. Das sollte nicht mehr lang dauern, dann haben wir das. Boom! Wunderbar, und genau hier sieht man es, das Lager haben wir jetzt schon schön rausgeschlagen. Und es sieht auch extrem gut aus. Ich glaube, das ist jetzt sogar noch nicht mal schlecht, aber ihr wechselt es ja sowieso aus. Jetzt habt ihr natürlich hier diese Mittelhülse drin. Tut die einfach mal so locker machen, dann könnt ihr die rausnehmen. Zack. Weil dann kommt ihr nochmal wesentlich einfacher an das zweite Lager hin. Was hier jetzt wichtig ist, diese Mittelhülse, auf der, sieht man es glaube ich, hier steht ein Links- und ein Rechtspfeil. Oh, ihr könnt es gar nicht sehen, sorry. Auf dieser Mittelhülse steht ein Links- und ein Rechtspfeil. Und die war jetzt so eingebaut, also der linke Pfeil zeigt logischerweise nach links, der rechte Pfeil nach rechts. Und das ist auch wichtig, denn diese Lager sollten nicht falsch rum eingebaut werden. Das heißt, merkt euch das. Ich persönlich stecke jetzt diese Hülse hier wieder drauf und lege es mir einfach so wohin. Weiß, das ist mein rechtes Lager. Das, was ich jetzt raushaue, ist das linke Lager. Und dann gehen wir nochmal später darauf ein, wie man das richtig einbaut, wenn wir eben das neue Lager einbauen. Aber jetzt hauen wir erstmal das zweite Lager raus. Und hier ist wieder ganz das gleiche Spiel. Wir hauen quer von oben, quer von unten und hauen so das Lager Schritt für Schritt einfach raus. Zack. Wunderbar. Das zweite Lager ist auch draußen. Jetzt machen wir hier erstmal alles sauber und dann können wir auch schon direkt das neue Lager einpressen. An der Stelle eine kurze Werbung von meiner Seite, und zwar, wenn du diesen Content feierst und mehr von diesen Videos sehen willst, dann hau doch bitte auf den Abonnier-Button, denn weit über 80% von den Zuschauern, die diesen Channel schauen, sind noch keine Abonnenten. Also, wenn du es feierst, hau einfach drauf, mich freut es wirklich mega und dann gibt es natürlich viel, viel mehr von diesem Content noch. Genug der Werbung, es geht weiter im Video. Hierfür einfach mit einem Küchentuch oder irgendwas reingehen und einfach mal hier alles schön sauber machen. Und wenn das alles schon mal der grobe Dreck weg ist und alles ziemlich sauber ist, ist es jetzt noch wichtig, diese Flächen hier, also nicht das Innen ist ziemlich egal, aber hier ist so eine kleine Erhöhung und diese Außenflächen hier, das ist eben, wo die Pressung herrscht, wo das Lager dann eingepresst wird, die machen wir nochmal extra sauber. Ich würde euch da einen Bremsenreiniger empfehlen. Also einfach Küchentuch, Bremsenreiniger drauf und dann einfach hier diese Lagerflächen richtig schön sauber machen, weil das sind eben die Kontaktflächen und die sollten schön sauber sein. Und ihr seht hier, da geht schon nochmal richtig was an Dreck weg. Das heißt, die nochmal schön, vielleicht hier auch den Außenring sauber machen. Einfach, dass da kein Dreck oder Staub oder so drin ist. Denn das könnte im Worst Case zu einem Knarzen führen. Das gleiche machen wir natürlich auf der Hinterseite auch. Jetzt
sind wir ready und können das neue Lager einpressen. Das neue Lager haben wir hier, packen wir erstmal aus. Da haben wir hier die erste Lagerschale und hier das zweite Lager zusammen mit dieser Mittelhülse. Und das ist ja schon zusammengesteckt, sprich ich weiß, hier auf der Hülse steht ja drauf, wieder links, rechts. Und das Lager ist logischerweise rechts, weil sie hier schon drauf gesteckt ist. Das heißt, dieses Lager hier muss links drauf. Und wie wir es ausgebaut haben, haben wir gesehen, okay, der rechte Pfeil zeigt rechts hin, wenn man praktisch in Fahrtrichtung schaut, der linke Pfeil nach links. Also L steht dann für links, zeigt in diese Richtung hier raus. Sprich, jetzt können wir wirklich einfach das Lager nehmen, ansetzen und dann da einpressen. Wirklich schmieren würde ich die Lagerflächen nicht, weil die bewegen sich eh nicht zueinander, da sollte nichts knarzen. Was ich schmieren würde, sind hier diese Dichtungsringe. Genau, hier dieser Dichtungsring. Das gleiche haben wir hier innen. Die sollte man schmieren. Hier nehmt ihr einfach ein bisschen was, einfach von der Schmiere, die hier überschüssig noch drin ist, oder die Schmiere, die wir später eh verwenden werden. Die haut ihr hier einfach auf den Dichtungsring drauf. Dann könnt ihr hier auch einmal diese Lager so zusammenstecken. Mal schauen, okay, tipptopp, das schaut gut aus. Und dann können wir es da einpressen. Dafür, wie gesagt, achten drauf, was links, rechts ist. Und jetzt nehme ich einfach hier meine Lagerschale mit diesem Mittelteil und stecke das einfach mal von hinten leicht rein. Und das gleiche mache ich hier mit der Seite. Ich gehe einfach nur her und lege das hier mal so an. Ich kann es sowieso nicht reindrücken, weil das ist wirklich ein Pressfit. Das heißt, das ist ja eine Presspassung. Sprich, ihr habt es ja gesehen, wie viel Kraft man da beim Raushauen gebraucht hat. Das Einzige, worauf ich hier jetzt schaue, was wichtig ist, ist, dass dieses Lager jetzt halt schon schön parallel zur Bohrung steht. Das darf jetzt auf keinen Fall, darf ich das jetzt hier einbauen und es ist schon schief. Weil wenn es schief ist, dann im schlimmsten Fall presse ich es ein und es liegt komplett schief drin. Oder es verklemmt sich, ihr kriegt es dann nicht richtig rein. Das heißt, hier ein bisschen Zeit. Schaut euch das genau an, dass dieses Lager schön gerade ist. Und dann könnt ihr auch einen leichten Druck drauf geben, dass das mal hier in dieser Position bleibt. Und ich sehe jetzt schon, okay, bei mir ist es aber eigentlich noch nicht ganz gerade. Deswegen löse ich es nochmal und stecke das nochmal drauf. Und natürlich gilt es auch darauf zu achten, dass hier bei den Außenflächen der Lager auch kein Dreck drauf ist, weil da wollt ihr jetzt auf jeden Fall keinen Dreck reinkriegen. So, jetzt ist es gut platziert. Wenn es so platziert ist, können wir jetzt halt unser einziges Spezialwerkzeug, das wir für diesen Job brauchen, das können wir jetzt rausholen. Und das ist eben, wie vorher schon gezeigt, diese Lagerpresse hier. Im Grunde ist es nichts anderes als hier zwei große Scheiben und ein Gewindestift. Kostet jetzt auch nur dieses Tool 20 Euro, da gibt es wesentlich aufwendigere. Aber meiner Meinung nach ist das hier komplett ausreichend. Und warum würde ich euch empfehlen, das selber zu kaufen? Einfach aus dem Grund, weil wenn ihr jetzt so einen Gewindestift mit großen Beilagscheiben und Muttern im Baumarkt kauft, dann zahlt ihr auch 10 Euro und das kostet 20 Euro. Und das hier einfach der große Vorteil ist, ich zeige es euch mal. Dieses Teil hier, dieser Ausschnitt hier, der hat genau den Durchmesser von der Kurbel. Sprich, wenn ich den hier auf das Lager setze, dann sitzt der hier einfach perfekt drauf und führt das Lager nochmal zusätzlich. Und deswegen würde ich euch empfehlen, gebt die paar Euro dafür aus, weil so ein Lager gerade einzupressen ist hier wirklich essentiell. Also, ich habe das jetzt schon auseinandergebaut. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich wähle jetzt hier entweder, ich habe einen 30er Kurbeldurchmesser oder in unserem Fall ist es ein 24er Kurbeldurchmesser, deswegen kommt die Seite dahin. Ich nehme hier hinten mein Teil, stecke das einfach schön durch, setze es an und mache das gleiche auf der Seite auf. Beilagscheibe drauf, Mutter drauf und ziehe das jetzt mal
mit der Hand auf Position fest. Jetzt kann schon mal erstmal nichts mehr verruckeln. Und jetzt kann ich eben Werkzeug holen, um hier richtig anzuziehen. So, um das jetzt einzupressen, müssen wir praktisch einfach jetzt nur hier diese Schraube anziehen. Und dann fährt es sozusagen gleichmäßig rein. Normal reicht es, wenn ihr auf der anderen Seite einfach mit der Hand gegenhaltet, eventuell aber auch einfach eine Zange hernehmen. Ich brauche jetzt hier eine 17er Nuss oder ihr könnt auch einfach einen 17er Schraubenschlüssel hernehmen. Bei meinem Tool ist es so, bei eurem Tool, wenn ihr jetzt nicht genau das gleiche kauft, dann ist es vielleicht eine andere Nuss, aber das ist kein Act. Das heißt, ihr nehmt jetzt hier einfach her und zieht einfach hier an. Und wichtig ist, ihr schaut einfach jetzt da drauf, dass das überall gleichmäßig reingeht. Also das ist oben, wie unten, wie an den Seiten, dass es gleichmäßig reingeht und eben nicht schief einpresst. Das ist das Wichtige. Ihr wollt es nicht schief einpressen. So, ich muss mit der Rohrzange gegenhalten. Ja, und das schaut wunderbar aus. Es kann auch gut sein, dass euch die eine Seite als erstes voll einpresst, die andere Seite noch überhaupt nicht. Ist kein Problem. Irgendwann zieht es die zweite Seite mit rein. So, ihr könnt sehen, auf der Seite sind wir schon fast komplett drinnen. Auf der Seite schon mindestens die Hälfte, würde ich sagen. Und jetzt ist es an der Zeit, nochmal dieses Tool abzunehmen. Und zwar zeige ich euch schnell jetzt an dem alten Lager, warum. Denn ihr müsst euch vorstellen, das Lager ist am Schluss so drinnen. Jetzt sind wir aber noch so auseinander und pressen das jetzt zusammen. Und wenn dieses Teil in der Mitte, weil es ist hier leicht beweglich, seht ihr hier, das ist ja nicht fest, wenn das leicht schief steht und ihr würdet so aufeinander dann pressen, dann macht ihr das kaputt. Sprich, wir haben jetzt schon etwas eingepresst. Der Abstand zwischen der Lagerschale und diesem Teil ist jetzt sehr gering. Jetzt bauen wir das Tool nochmal aus, um eben zu checken, dass hier dieses Mittelstück schön in der Flucht ist zu der zweiten Lagerschale, dass wenn wir jetzt weiter pressen, dass das dann auch hier schön reingeht, also dass es praktisch nicht verklemmt. Deswegen bauen wir jetzt kurz das Tool ab. Also hierfür einfach die Ratschen in die andere Richtung drehen, logischerweise. Und zieht das Tool einfach leicht raus. Wichtig, schaut trotzdem, dass ihr hier jetzt nicht voll dagegen haut. Aber eigentlich sind die jetzt schon so weit eingepresst, dass sie sich nicht mehr verschieben können. Aber Vorsicht ist immer gut. So, und jetzt machen wir genau das, was ich jetzt versuche mit der Kamera zu zeigen. So ist natürlich immer schwer. Und zwar schauen wir, dass hier innen dieser Plastikring, dass der schön in einer Flucht ist mit unserer zweiten Lagerschale. Ich mache den jetzt mal absichtlich aus der Flucht. So zum Beispiel. Dann seht ihr jetzt hier eh, ich glaube, ihr seht es richtig gut. Dann seht ihr jetzt hier am oberen Rand, hier, dass das nicht in einer Flucht ist. Am unteren Rand habe ich ein bisschen Spiel. Ich versuche mal ganz gerade drauf zu filmen. Also das ist auf der Kamera, sieht es wesentlich schwieriger aus, als es in echt ist. Hier seht ihr, ich bin oben nicht in einer Flucht. Deswegen richte ich das jetzt mal aus, einfach mit den Fingern. So, schauen wir mal. Genau, jetzt, ich schaue mal selber. Ja, durch den Kamerawinkel sieht es jetzt aus, als würde es nicht passen. So, jetzt ist es perfekt in einer Flucht. Ihr seht es hier auch, wenn es jetzt ein Millimeter weg ist, es macht nichts, dann führt sich das schon rein. Manche Leute sagen auch, man sollte hier jetzt die ganze Kurbel reinstecken, um das sozusagen mittig auszurichten. Würde ich jetzt nicht machen, denn mit der ganzen Schmiere, wenn ihr die Kurbel wieder, die müsst ihr einfach ruckartig rausziehen. Dann kann sich das auch wieder verschieben. Also ich würde lieber einfach reinschauen und das so abchecken. Und wenn ihr in dieser Position seid, können wir jetzt weitermachen, das Lager weiter einpressen. Das Einzige, worauf ihr jetzt hier achten solltet, ist, dass ihr mit diesem Gewindestift jetzt nicht wieder dieses Mittelteil berührt und eben dann wieder
depositioniert. Also hier einfach vorsichtig sein, bis diese zwei Endsitze von dem Tool im Lager sitzen. Und dann könnt ihr weiter festziehen. Und ihr seht, wir sind schon hier fast ganz am Schluss. Wir haben noch den Rest hier, die paar letzten Millimeter. Und jetzt zieht ihr noch ein bisschen und irgendwann werdet ihr merken, boah, dass jetzt hier auf einmal, hier auf der anderen Hand, mit der ihr festzieht, der Widerstand viel härter wird. Und dann macht ihr einfach noch einen kleinen guten Zug drauf. Aber da müsst ihr auch nicht übertreiben, denn wenn hier diese Platten sozusagen am Rahmen anstehen, dann ist das richtig eingepresst. Wir haben es jetzt im Grunde richtig eingepresst. Sprich, wir können jetzt einfach das Tool wieder entfernen. Das heißt, hier einfach einmal die Schrauben anlösen. Und dann können wir hier einfach das wegziehen, abdrehen und das Tool rausnehmen. Wir sehen auch jetzt hier ganz schön, dass hier kein Spalt mehr ist, sprich, ja, das Lager ist komplett eingepresst, ist auf der anderen Seite eben das gleiche. Und jetzt schaut ihr natürlich noch hier ins Lager rein und checkt, ob dieses Mittelteil auch schön in der Flucht ist. Ich zeige euch das jetzt einfach live. Mit Live-Kamera-Verstellung. Ist ein bisschen ruckelig. Und ihr könnt es hier sehen. Boom. Das ist perfekt in der Flucht. Das passt wunderbar. Genauso wollen wir das haben. Bevor wir jetzt aber die Kurbel wieder einbauen, macht das hier alles schön sauber. Auf jeden Fall wichtig ist hier praktisch die Welle der Kurbel. Die muss schön sauber sein. Aber wenn ihr mal die Kettenblätter so offen vor euch habt, macht die auch schön sauber. Macht natürlich auch den anderen Arm der Kurbel sauber. Und wichtig, ich habe euch vorher gesagt, diese Dichtung, die hier drin ist, also dieser Ring, den nicht verlieren. Was ich immer persönlich mache, ich nehme erstmal eine Küchenrolle und mach erstmal hier, ihr könnt es sehen, den groben Dreck, die Schmiere und so weiter weg. Und dann putze ich das schön und dann gehe ich einmal über die Welle hier nochmal mit einem Bremsenreiniger drüber, um das nochmal extra sauber zu machen. Wie ich das jetzt aber putze, zeige ich jetzt nicht. Wir sehen uns gleich, wenn alles sauber ist. So, die Teile sind wunderbar sauber. Aber wie schon gesagt, ich nehme noch ein bisschen Bremsenreiniger her auf ein Küchentuch und mache hier die Kurbel, also die Welle sozusagen, sauber. Da, wo dann wirklich die Lager drauflaufen. Das sind einfach so Funktionsflächen, die sollten perfekt sauber sein, wenn ihr euch schon den ganzen Aufwand macht, hier alles neu einzubauen. Perfekt! So ist es mega sauber. Wichtig ist natürlich auch, dass das alles schön trocken ist, bevor ihr das einbaut. Und dann gehen wir zum Bike und bauen die Kurbel wieder ein. Ganz, ganz wichtig, bevor ihr die Kurbel einbaut, ist natürlich, dass ihr die Kette wieder vorlegt. So, ich lege die einfach wieder ganz easy über den Rahmen hier. Und jetzt können wir die Kurbel da auch schon reinschieben. Sprich, wir haben hier die Kurbel. Und was jetzt noch wichtig ist, ist, dass ihr sozusagen hier die Welle hier, die muss geschmiert werden. Einfach ein bisschen Grease hernehmen, da drauf geben und dann verschmiert es schön über die komplette Fläche rundherum. Das ist einmal eine Schmierung und zweitens hält es auch Feuchtigkeit draußen, was natürlich immer gut ist. So. Und jetzt ganz, ganz easy, geht ihr einfach hierher und schiebt die Kurbel rein, dass auf der Seite hier das Kettenblatt sein muss, wo die Kette ist. Das ist jetzt mal selbstverständlich. Ich glaube, das checkt auch jeder von euch, der sowas selber macht. Der sollte sowas auf jeden Fall kapieren.
Die Kurbel sollte eigentlich, wie hier, wie ihr es gerade gesehen habt, recht leicht reingehen, bis dann eben zum Schluss. Das ist das, was man sozusagen vorher auch freihauen musste. Ich drehe mal noch ein bisschen, dass ihr das besser sehen könnt. Also dieses letzte Stück, das ist nie so einfach. Da könnt ihr dann wieder euren Gummihammer oder euren normalen Hammer mit hier Schutz nehmen. Und einfach die Kurbel auf Anschlag reinhauen. Auf der anderen Seite setzen wir den Kurbelarm einfach an. Wichtig, diese Dichtung, von der ich euch vorher schon mehrmals erzählt habe, nicht vergessen und natürlich richtig rum aufsetzen, was aber jetzt nicht so schwer ist bei Shimano-Kurbeln. Ihr könnt die nämlich nur 180 Grad versetzt aufsetzen und deswegen einfach hier drauf schieben. Und jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir wieder hier diese Endkappe, nehmen das dazugehörige Tool einfach her und drehen diese Endkappe hier rein. Bei mir war da jetzt noch Schmiere drauf. Wenn bei euch keine mehr drauf ist, könnt ihr natürlich nochmal neue drauf tun. Die Endkappe, glaube ich, soll mit 1,2 Newtonmeter festgezogen werden, also wirklich nicht viel. Einfach nur handfest. Ihr habt es ja vorher gesehen, wie fest sie ist. Zack, das sollte völlig reichen. Und dann bleiben nur noch diese zwei Schrauben hier übrig zum Festziehen. Drücken wir erstmal den Splint runter. Zack, Splint ist unten. Jetzt müssen wir nur die zwei Schrauben noch festziehen. Diese zwei Schrauben werden mit 12 bis 14 Newtonmeter festgezogen. Also nehme ich mal meinen Drehmomentschlüssel und stelle einfach mal 13 Newtonmeter ein. Und hier würde ich euch auch empfehlen, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, weil die Kurbel, die ich jetzt zum Beispiel habe, ist Hollowtech, sprich, das ist ein Hohlrohr, das ihr hier abklemmt. Zusätzlich geht durch die Kurbel einfach sehr viel Kraft durch, andauernd, sprich, hier macht das richtige Drehmoment schon auf jeden Fall Sinn. Also, 13 Newtonmeter. Zack, ausgelöst. Die zweite Schraube nehmen. Zack, ausgelöst. Wichtig, jetzt die andere Schraube nochmal überprüfen, weil dadurch, dass die andere klemmt, sind hier safe nicht mehr 12 bis 14 Newtonmeter drauf. Ihr seht es hier, ich kann nochmal richtig nachziehen. Überprüfe ich die nochmal. Die hat ausgelöst. Zack. Die hier auch, sind beide fest. Und eure Kurbel ist montiert. Ihr seht hier, die Kurbel läuft wunderbar rund jetzt. Perfekt. Ich spüre auch, da ist überhaupt ja, irgendwie so ein Schleifen oder irgendwas drin. Das passt wirklich perfekt. Jetzt müssen wir nur hier die Kette wieder aufs kleine Kettenblatt legen. Einmal durchtreten. Und bam, eure Kurbel ist montiert. So, und jetzt haben wir es geschafft, hier das Pressfit-Lager bei der Kurbel zu wechseln. Ihr seht, man braucht zwar recht viele Werkzeuge, aber eigentlich ist es keine schwierige Reparatur und die geht auch recht schnell. Also das könnt ihr auch easy in einer halben Stunde durchpfeifen, wenn ihr die richtigen Tools habt und wenn ihr wisst, wie es geht. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Bei Fragen und natürlich auch Anregungen, welche Videos ich als nächstes machen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, sehen wir uns schon bald beim nächsten Video mit 4 Freeskier. Bis dann, ciao und macht es gut.